Villach war als Stadt lange Zeit eines der Schlusslichter in Kärnten, was den öffentlichen Verkehr angeht. Das ändert sich jetzt. Seit einigen Monaten gibt es einen ersten Taktfahrplan. Ab Dezember sollen dann in der ganzen Stadt alle Busse zumindest zu jeder halben Stunde verkehren. Die Politik strahlt bereits heute. Das alte System stammt noch aus den 70er Jahren und da setzen wir jetzt auf moderne Streckenführung mit modernen Fahrzeugen. Die Umstellung erfolgt am 11. Dezember. Linien fahren künftig von A nach B. Verkehrsknotenpunkt wird der Hans-Gasser-Platz. Nachdem wir jetzt die Einbahnschleifen nicht mehr fahren, haben wir zum Beispiel die Möglichkeit von Völkendorf direkt über den Hans-Gasser-Platz in die Innenstadt und zum Bahnhof zu kommen. Da sparen wir uns statt der Rundherumfahrt ca. 20 Minuten in einen Umlauf. Beworben wird der neue Villacher Busverkehr mit dem Slogan Bussi. Die Stadt solle von den Bussen umarmt werden und alle halben Stunden für ein Bussi zur Verfügung stehen, so die Idee dahinter.